Leute, herzlich willkommen, wir sind bei Contractor Showdown VR und ich bin gleich in der Lobby, wir sind 59 Leute in 45 Minuten, Sekunden geht's los. Wir sind hier in der Open Beta, bis Wochenende noch und ich spiele gerade das erste Mal so richtig, dass ich es mir angucke. Habe ich irgendeine Waffe? Okay, okay, okay. Hello, friends. So, wir sind im Flugzeug. So sieht das Ganze aus. Crazy. Crazy, crazy. Okay. Das ist die Karte. Wir fliegen und sind über der Zone. Wow, oh Gott. Das ist crazy. Mal gucken. Okay, hier gehen wir raus. Guck dir das mal. Ich versuche mal an den Rand der Zone zu kommen. Da hinten irgendwo. Kann ich die Karte jetzt angucken? Nee. Da sehe ich noch einen Fallschirm. Da oben ist mein Fallschirm. Das ist krass. Sockel in 2 Sekunden. Okay. Mal ein bisschen steil gehen. Man lenkt das tatsächlich wie so einen richtigen Fallschirm, glaube ich. Da ist nochmal ein Redeploy. Da kommt man hoch an so Ziplines. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Keine Ahnung, wo man hier irgendwo sicher hin kann. Ich kann da oben hin. Da hinten. Erstmal auf Nummer sicher. Sehe ich hier irgendwo einen Fallschirm? Nee. Ich will erstmal irgendwo, wo ich in Ruhe looten kann. Ich kenne mich, wie gesagt, in dem Spiel noch nicht wirklich aus. Sehe ich hier irgendwo noch einen? Nee. So. Okay, man kann Geld kriegen zum Kaufen. Das ist schön. Schüsse. Ich weiß nicht, die Soundeinstellung konnte ich jetzt noch nicht so richtig optimieren hier in der Beta. Weil ich, wie gesagt, gerade das erste Mal aufnehme und spiele. Ich hoffe, ihr hört das auch mit den Schüssen. Und ich hoffe auch, dass meine Aufnahme vom Sound her in Ordnung ist. Oh, warte mal. Das ist eine Waffe und die finde ich auch gut. Die kann ich hier vorne, glaube ich, noch hinlegen. Ne? Ja. Was ist denn das für eine Munition hier? Hm. So. Ich habe hier einen Rucksack, da sehe ich so ein bisschen Armorplatten, Shotgun-Ammo habe ich. Okay, das eine ist eine Shotgun, eine Granate. Bandagen, Flashgranate, okay. Das ist ein Sniper-Rifle, oder? Jo. Kann ich da die Shotgun weglegen? Das ist die Shotgun, die will ich nicht. Dann nehme ich die Sniper noch mit. Boah, es ist krass. Was macht meine... wo sind wir? Sind wir das da? Sind wir die 1? Sind wir genau in der Zone? Aber ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Genau in der Mitte ist eigentlich nie die beste Idee, oder? Boah, krass. Okay, wir wollen ja ein bisschen was sehen vom Spiel, ne? Guckt euch das mal an, das ist...
Ich meine, ich weiß, ihr seht das jetzt in 2D und nicht so in 3D wie ich, aber es ist ja abgefahren. Airdrop deployed. Da oben töten müssen. Oh, da kommt einer. Fliegt einer. Und der ist gerade runter, oder? Sehe ich irgendwo einen? Hier runterspringen habe ich meinen Fallschirm wieder. Den kann ich also öfter benutzen. Wo ist der da hinten runtergekommen? Schade, sehe ich nicht mehr. Ich könnte da runter. Da ist auch so ein Market, wo man einkaufen kann. Da diese komische Telefonzelle. Steht da unten einer da am Stein? Der Brücke. Sieht so komisch aus. Da hinten kommt noch einer runter. Genau drin, ich sollte kurz die andere Zone abwarten, die kommt ja gerade. Ein bisschen taktisch vorgehen, es leben noch 30. 12 Sekunden ist die Zone dicht, 1400 Dollar haben wir. Switch Item. Okay, ich habe hier nichts dran, da kann man so Chips reinstecken. Dann kann man hier verschiedene Perks auswählen. Ich bin immer noch in der Zone und jetzt gucke ich in die Richtung von wo Leute kommen könnten. Also eigentlich muss ich sagen, im Sitzen spielen ist nicht ganz so einfach. Was habe ich denn die? Hat die nur Vollautomatik geschossen? Warte mal, ich habe... Der packt die immer wieder Arm auf. Das heißt, ich habe jetzt 2 Schilde. Man kann das auch upgraden auf 3, meine ich. 2 habe ich gerade. Oh, krass. Das Gefühl, in einem Battle Royale zu sein, wenn man sich hier wirklich dreidimensional umgucken kann, ist schon recht crazy. Nee, das ist ein Erdo. Das war eine Kiste runter, das war auch kein Typ. Komm ich da hoch? Zone closing, 4 Minuten jetzt. Okay. Soll ich da mal hochgehen und mal gucken nach dem Airdrop? Das machen wir jetzt einfach mal. Da unten sind zwei Schirme. Sehe ich die Typen irgendwie? Nicht so richtig, ne? Wo sind die denn hin? Krass. Ich meine, die Grafik für VR ist doch okay, oder? Was sagt ihr? Die sind jetzt da unten. Dann kann ich doch eigentlich. Ich gehe zurück. Jetzt mal nach dem Airdrop gucken. Ja, das mache ich jetzt einfach. Hier ist eine Zipline. Oh geil. Das macht es mir einfacher. Wie will ich hinaus? Aha. Crazy, da oben ist er, glaube ich. Okay.
mal vorne. Steht da. Genau ein Zonenrand hier. Die Zone geht, schließt gerade. Okay. Ich glaube, wir warten hier ganz kurz. Wir sollten hier warten. Ganz ehrlich, die Waffe lasse ich hier. Oder? Vielleicht brauche ich die nochmal. Sekunden, 21 Leute noch. Cool. Das macht ja Bock, ey. Ich will da nicht rein, weil ich mir nicht sicher bin, ob da noch einer ist. Ich will gerade mal ein bisschen vorsichtig spielen. Mal gucken, wie weit mir das meine Taktik das Spiel etwas näher bringt. Da kommt die Zone. Und Survive plus 100. Oh, scheiße. Okay, ich habe mir mal einen Waypoint gesetzt. Da hinten ist der Wegpunkt. Gut. Wo komme ich jetzt sicher hin? Wo wird denn hier geschossen? Ich hab Scheiße gehört. Zone rennt. Und die Zone kommt. Da hinten nochmal hin. Ich höre Schüsse. Ein bisschen rechts rüber. Da ist Zone. Ist da wer im Haus? Ich weiß es nicht. Ich höre Schüsse da hinten irgendwo. Zehn Gegner noch. Wir sind fast dran. Und Zonenrand. Da hinten ist er. Ich hoffe, ihr seht auch gerade das rechte Auge.
Zone. Bin ich drin? Ja, ich bin drin. Gott, ich muss runter. Da ist er. Fuck, was ist das denn? Was war das denn? Irgendeine Zonengranate oder so. Oh nein! Wo bin ich gestorben? Ich habe einen ausgenockt. Oh nein! Warte mal, B ist beobachten. Hier oben habe ich den ausgenockt, ne? Wo ist er denn? Ist der verrückt oder ist der, lebt der noch? Ach, da ist echt so eine Zonengranate geflogen. Oh, fies, das kannte ich noch nicht. Das heißt, hier so ein Ding gibt. Sehe ich hier noch irgendwelche Spieler oder Spectate nur ohne Spieler? Spectate, wenn ich die Spieler nicht sehe, ist ja Blödsinn, ne? Sonst finde ich es jetzt ganz cool eigentlich, wenn ich dem Kampf noch zugucken könnte. Wo sind sie denn? Weiß man das? Funktioniert der Spectator-Modus schon? In der Beta? Wäre natürlich ein Highlight, den gibt es in vielen Spielen noch nicht. Aber ich sehe keine Spieler. Könnte natürlich sein, dass ich... Nicht zu tief, zu hoch, muss ich mal wieder runter. Kämmt ihr alle in den Häusern? Alter. Das ist ja ein Spiel. PUBG in VR. Oh, da ist irgendwas los. Aber ich sehe die Spieler nicht. Ist ja doof. Schade. Das finde ich wirklich schade. Sonst wäre es jetzt echt cool, hier Flyover zuzugucken. Boah, es ist wesentlich schwerer mit dem Schießen. Ich Na gut. Leave Match. Komm ich nicht mehr raus. Judy, dann komme ich wohl hier so nicht mehr raus. Platz 7 von 26. Level 0. Ich würde sagen, das war mal das erste Ründchen. Contractor Showdown. Und wenn ihr mögt und es euch gefallen hat, würde ich mich total freuen. Dann lasst doch gerne mal ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu meint. Und ich weiß, mein Spielstil jetzt war natürlich sehr defensiv. Aber ich bin auch solo hier und hier sind Trios unterwegs, ne? Das muss man auch berücksichtigen. Von daher ist das nicht ungewöhnlich, dass ich ein bisschen vorsichtiger agiere, um mir das anzugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich habe Bock auf dieses Spiel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön fürs Zugucken. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.